Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier mit unseren zwei Diesel-Loks. Ich möchte heute mal an die Belastungsgrenze von diesen zwei Loks gehen. Und dazu sind wir, wie heißt es hier, Weltkarte, hier bei FM. Und da hat es zwei schwere Züge, beziehungsweise Kompositionen, die wir heute mal ziehen können. Ich zeige euch die mal. Und zwar sind es die beiden hier. Einmal 681 Tonnen und einmal 309 Tonnen zur Lebensmittelfabrik und Stadt. Die ist, wo ist die Karte? Die ist da oben. Und ich dachte mir, wir könnten ja einerseits hier rückwärts rausfahren und den Weg. Aber dann sind wir schon ein paar Mal gefahren. Lasst uns doch mal so rumfahren und die Straße, die Gleise da mal befahren. Ich glaube, das sieht noch interessant aus. Und ich glaube, wir haben hier noch ein bisschen Steigung. Gemäß Wiki ist es empfohlen, dass man mit einer von diesen Loks mit mehr als 500 Tonnen zieht. Sprich mit beiden 1000 Tonnen. Plus, minus. Es geht sich eigentlich mit den zwei aus und wir kriegen gut Geld. Knapp 20.000 und 11.000. Ja, gut. Dann würde ich sagen, holen wir uns mal beide. Nehmen wir mal an. Und dann schauen wir mal, ob sie das schaffen. Südley. Was? Gleichzeitige Aufträge 2 habe ich nicht. Och nö. Was kostet das? Gebühren. Gut, wir müssen erstmal zahlen. Portemonnaie. Einmal rein damit. So, auch hier einmal. Einmal bezahlen. So, Lizenzen, gleichzeitige Aufträge 2. Wo ist es? Ah ja, das geht. Okay, einmal kaufen. Dankeschön. Können wir wieder ablegen. Wo ist jetzt der andere Auftrag? Das ist... Hä? Wo ist er hin? Hä? Wo ist denn der Auftrag hin? Kann ich das irgendwie nochmal reinmachen? Nee. Das gibt's doch nicht. Wo ist jetzt mein... Ja, das sind 600... Ja, das ist mein Ranch. Was mache ich denn? Muss ich vielleicht hier nochmal raus? Vielleicht mal ein bisschen weit weg. Und dann wieder hin. So, bin wieder da. Der ist jetzt effektiv weg. Okay, wir machen das so. Ich werde mal ganz kurz speichern und dann lade ich nochmal. Vielleicht ist der Auftrag dann wieder da. Also, bis gleich. Und da werde das Spiel wieder geladen. Ist er jetzt da? Jo, geil. Sidele, da haben wir die beiden. Wir müssen eh nach vorne raus. Jetzt müssen wir mal kurz schauen. Also das wird sicher mal schon der erste Kandidat sein hier. B60. Das ist, glaube ich, der Auftrag. Du bist auf B60. Ja, genau. Und wo ist der andere Auftrag? Hallo? Ich glaube, ich habe viel zu... okay. Also die Schaufel brauche ich jetzt mal nicht. Feuerzeug brauche ich auch nicht. Fernsteuerung. Könnte praktisch werden. Ich mache mal die Fernsteuerung mal hier hin. So. Also, dieser Auftrag. B50. Ja, wie praktisch. Das ist ja gleich das hier, ne? Ja. Alles klar. Dann werden wir erstmal den langen hier nehmen. Ich glaube, es reicht, wenn erstmal nur eine Lok an ist. Und Bremse einmal lösen. Dankeschön. Anlassen. So, Licht da vorne machen wir mal an. Hintere Lok. Da machen wir mal Licht da hinten. Handbremse gelöst. Setzt beides auf. Yes. Vorne. Ey, was? Ich hab doch bei dir Lichter eingestellt. Hallo? Also, na, Lichter hinten.
So, jetzt. Perfekt. Also, wie schauen wir denn aus bezüglich Fernsteuerung? Kann ich mit dir was machen? Ein. Bist du nicht mit der Fernsteuerung? Ach doch. Yes. Okay, geil. Dann, diesmal mal. Den ersten Teil können wir ja selber fahren. Oh, das wird echt spannend. Aber mit zwei Loks sollte das eigentlich hinhauen. Eigentlich. Ich erinnere an die Hafenaktion. So. Leweiche ist er hier. Überlegung. Weiß. Wisst ihr was? Ich werde das jetzt mal so machen, dass ich mich da hinstelle. Genauso dazwischen rein. Natürlich nach Vorschrift. Nein, natürlich nicht. Und lass auf mich zufahren. Richtungswender war hier. Nice, dann gib schon mal Gas. Ah, so cool. Jetzt bräuchte man diese Fernbedienung nur in echt und das dann mit dem Spiel irgendwie koppeln, um da die Lok zu steuern. Das wäre so cool. Ah, eigentlich. Könnte man das mit einem Raydriver machen, wenn man den irgendwie anschließen könnte. Muss ich mal gucken. Hatte ich nicht. Ich hatte doch die... Stand ich bei der falschen Weiche oder was? Ich bin so ein Held. So, vorwärts bitte. So, komm. Ah, nein. Also Doppelcheck. Wir fahren da rein. So, jetzt. Zurückfahren bitte. Bremsen lösen. So, richtig schön safe hier reinstellen. Paar Meter noch. Komm, langsamer. Ja. Ah, hat's gedingelt. Nein! Ich warte wieder zurück. Fernsteuerung. So. Gib mal ein bisschen Schmackes. Stimmt ja, ich kann ja automatisch kuppeln. Was mit der Kupplung voll realistisch ist, aber ja, okay. Das ist die Revelli. Mal raus, Handbremse. Dann ist sie ganz hinten dran. Irgendwas sagt mir, das ist eine schlechte Idee. Da bist du nicht dran. Hä? Du war doch beim ersten auch nicht an. Okay. Oder hast du das jetzt für mich schon gelöst? Lass mal ganz kurz in die Lok reinschauen. Das
blinkt nicht, also dann wird es passen. Nur mal zum Testen, wenn ich es jetzt anziehe. Dann müsste es da drin jetzt blinken. Ja, tut's auch. Okay, cool. So, dann können wir dann bei dem letzten Mal mitfahren. Ich würde da gerne rauf. Ah, okay. Ja, passt. Fernbedienung. Wir fahren bitte nach vorne. Bremsen sind gelöst. Jetzt wäre es eigentlich schlau gewesen, schon die zweite Lok mit anzumachen. Aber sie scheint es ganz gut zu ziehen. Mois. Eigentlich könnte man die auch mitnehmen, so hinten, aber das ist wieder zusätzliches Gewicht und die müsste man dann wieder separat steuern. Ja, andermal. Aber es macht schon Spaß, mit der zu fahren. Und bald und bald und bald kommen die großen Loks. Es wird ein Fest. So, Fernbedienung. Ich glaube, das reicht mal mit dem Beschleunigen. Fernbedienung. Wir werden jetzt mal bremsen. Oh, diesmal passt es aber. Lass mich mitfahren. Hallo. Dankeschön. Fernbedienung. Noch mal ein bisschen mehr bremsen, bitte. Oh, das wird noch spannend. Die Funkverbindung ist jetzt schon bei 50%, so plus minus. Das jetzt bitte nicht verkacken. Oder beachtet, das Bremsen dauert jetzt ein bisschen länger. Nur so ein bisschen. So, raus mit der Fernbedienung. Südli. Das ist, glaube ich, ganz schlau, wenn wir es hier einfach noch rollen lassen. Gehen wir mal zu den Wagen hin. Ich schaue mal das von hier an. Ja, geht noch mit der Reichweite. Eigentlich. Ich frage mich gerade, ob man ein Sandwich fahren kann. Man fährt dann selber die vordere und mit der Fernbedienung macht man dann die hintere. Push-Pull-mäßig. Das wäre mal was zum Ausprobieren. Mehr noch. Wieder mehr bremsen. Ah, sieht sehr gut aus. Ein Stückchen noch. Nice. Und wir sind dran. Sehr geil. Handbremsen sind auch da wieder gelöst. Gehen wir davon aus. Yo. Okay, dann machen wir die Wagenkontrolle. Wir haben da 2, 3, 6 zum Schluss. Und hier am Anfang. Der Zug ist ein bisschen länger, als ich mir vorgestellt habe. Habe ich mich da übernommen? Vermutlich.
Zugnummer 075. 075 passt auch da. Der muss auf C6I und der hier muss auf, bitte auch C4. Das heißt, wir fahren bei 4 zuerst rein, werden die hinteren stehen lassen. Oh, das wird noch spannend. Oder wir lassen erst den Großen da, ziehen die... Ach, das überlegen wir uns, wenn wir da sind. Jetzt ist jedenfalls Zeit, die zweite Lok hier mit anzuschmeißen. Okay, dann haben wir doppelte Power. Nice. Licht da vorne. Hinten brauchen wir nicht. Und dann wären wir abfahrbereit. Vorwärts. Bitte schmeißen wir jetzt keinen Schaden rein. Okay, gut. Dann schauen wir mal, ob die zweite auch brav mitmacht. Jo, sieht gut aus. Das sieht ja alles sehr gut aus. Der schwerste Güterzug, den ich jetzt bis jetzt gefahren bin. Ja, das mit den Bremsen wird nur super werden. So, Schmackes geben. Wollen wir eigentlich mal die Beleuchtung hier drin anmachen? Müssen es jetzt noch. Temperaturen steigen. Ich tue sie aber auch gerade ein bisschen nerven. Ah, ist schon irgendwie episch. Okay, zurück zur Lok. Mehr. Na, wir haben Gang umschalten. Okay. Oh, fuck. Oh, das wär's jetzt noch gewesen. Ah, wir haben gerade in die anderen Wagen reinkracht. Jau. Stimmt, da war ja unser kleines Spektakel da. Interessant, wie die Wagen da stehen, auf der Weichen drauf. Das war noch Zeiten. Naja, so lange ist ja gar nicht her. Oh, Kühlung setzt ein. Komm, gehen wir uns mal den Vorbeifahrt hier. Hallo. Da hinten ist 70. Ja, da sind wir. Da sind wir gut dabei. Nice. Wenn wir gerade mal dabei sind, Weltkarte. Wir müssen bei CSW noch durch. Und dann die erste Kreuzung rechts über die Brücke. Schau, dass wir auch hier nur sauber fahren. Weil... Ja genau, man könnte auch noch links weg. Na, was meinst du? Vertragst du noch eine Stufe? Geschwindigkeit 60. Jetzt sind wir safe. Ja, geil. Es fängt zum Regnen an.
Und ich fahre einen schweren Güterzug. Das ist eine ideale... Moment mal, fehlt da was? Nee. Ist gemischt. Ach stimmt, ja, zum Thema fehlt hier was. Ich könnte eigentlich meine Laterne hinten raufklatschen. Oh fuck, 30. Bremsen. Bitte, danke. Da ist 30. Gott sei Dank. Laterne. Ach, die ist noch nicht mal an. So. Jetzt habe ich natürlich mal. Ach, Moment mal. Zugschlusslaterne. Die brauchen wir. Ich da mal rauf. So. Einen auf Mission Impossible machen. Wollen wir die. Wisst ihr was? Wir stellen die mal hier drauf. Geil. Lock. Komm her. Lock. Wir wissen, was du. Oh, das war ein bisschen zu weit. Naja, hier sieht man es jetzt leider nicht. So, gib mal. Gib mal ein bisschen Schmackes. Brauchst nicht mehr bremsen. Nee, Zug ist zu lang. Ich glaube, in der einen Kurve da drin war auch nochmal 30. Irgendwie so. Jedenfalls nicht schnell. FF, Bahnhofspläne. Lebensmittelfabrik und Stadt. Ja. Nein. Oh. Dankeschön. Oh, langsamer, danke. Da noch 60 und dann langsamer. Da, also wenn er sich die Weichen hier merkt, dann müsste es eigentlich hier passen mit der Durchfahrt, weil ich habe hier, meint ihr, noch nichts abgeliefert. In dieser Stadt. Und lasst mich nicht vergessen, dass wir nochmal mit einer Person zufahren. Das könnte man eigentlich dann mit der Dampflok machen. Oder so einen gemischten. Vorne die Personenwagen und hinten dann Güterwagen von einem Auftrag. Why not? Ja, das sieht gut aus. Glaube ich. Ja, doch, das passt. 50. Moin. Die Leitung liegt aber tief. 30, ich hab's doch gewusst. Ja, sind wir safe. Ah, vielleicht sehen wir jetzt die Laterne. Ich glaube, das wird auch wieder knapp. Was ein langer Zug. Wo ist die Laterne? Da ist sie. Ja, doch. Da habe ich mir was Schönes zusammengetan. Wenn es eine Doppeltraktion auch in TD2 gehen würde, das wäre ein Spaß. Oder wenigstens mal eine starke Diesel-Lok. Nachdem es jetzt hier, wie weit ist es denn noch bis zu der Kreuz? Ja, ist schon noch ein Stück. Ich war gerade im Überlegen, ob ich da nicht nach vorn sprinte und schaue, ob die Weiche passt. Das ist doch noch ein bisschen weit.
So, Schmackes, ich will die Geschwindigkeit. Bei der Geschwindigkeit muss ich echt aufpassen, weil der Zug ja so lang ist, dass die hinten alle schon drüber sind. Temperatur ist gut. Ah ja, doch, sehr angenehm. Ja, nach dieser Fahrt werde ich erstmal auf ein kleines Festival gehen. Ich glaube, bei uns in der Nähe. Seit Jahren mal wieder. Ein bisschen Live-Musik und Foodtrucks. Vor allem auf die Foodtrucks freue ich mich. Da gibt es jetzt schon immer wieder geile Sachen bei diesen Trucks bei Events. Soll ja auch Leute geben, die gehen ja nur wegen den Foodtrucks zu irgendeinem Event hin. Was ein richtiges Langbusch wäre mal wieder geil. Oh. Kannst du es unterkühlen? Ne, steigt. Oh, Ankündigung für die Kreuzung. Wo ist sie denn? Da hinten. Komm, komm, komm. Komm. Hallo. Ja, komm. Komm, lass mich auswählen. Yes. So, eine Stufe nach hinten. Wir schauen mal aus. Ja, wir verlieren. Ups. Halt. Nein, ich will da... Ich wollte eigentlich hier so rauf. Beul. Also da bin ich jetzt mal sehr gespannt, mit der Verlauf von der Strecke da ist. Kriegen wir da vielleicht irgendwie eine schöne Pose hin? Ne, jetzt sind die Lichter aus. Aber da möchte ich irgendwie ein Foto machen. Okay. Distanzlichter. Foto Nummer 1. Geil. Halt, lass mich mitfahren. Dankeschön. Oh, 70 schon langsamer werden. Ich glaube, wir werden schneller. Jo. Komm, lass mal rollen. Wie viel ist es denn? Oh, 40. Bremse. Ah, shit. That was too much. Ah, ich bin hier ein bisschen zu schnell. Möchten Sie bitte bremsen? Bitte nicht entgleisen. So, ich glaube, das passt. Ein bisschen zu schnell. 80. Okay, es ist nichts umgefallen. Ich habe Glück gehabt.
Also irgendwie hilft mir die Laterne nicht sehr viel. Ich sehe es einfach die meiste Zeit nicht. Aber hey, immerhin, wenn ich bei der Stadt dann ankomme und die Laterne ist nicht mehr da, dann sollte ich vielleicht mal die Strecke absuchen. Andererseits, wenn jetzt ein Wagen wirklich umkippt da hinten, müsste es ja spätestens hier sehen, wenn da die Leitung offen ist. Von daher brauche ich mir eigentlich ja keine Sorgen machen. Muss mir nur Sorgen machen, dass ich der Lokführer bin. Ja, da geht es jetzt doch ein Stückchen nach oben. Kriegen wir hin. Jetzt, wo ich hier die Wagen sehe, muss ich irgendwie an diese Trainhoppers denken. Also die Leute, die was gerade in Amerika auf den Zügen einfach raufspringen und dann quer durchs Land fahren, illegalerweise. Ist ja gar nicht gefährlich. Ich glaube, ich sollte mir... Wir werden schneller. Komm rein. 50. Okay, das passt. Oh. Ich dachte gerade, wir fahren vielleicht gerade in eine Katastrophe rein. Ah, oh, voll die schöne Gegend hier. Ob man von der anderen Seite vielleicht gut Fotos machen könnte. Vielleicht muss ich mal das Gas noch ein bisschen mehr einstellen. Ah ja, jetzt wird's spannend. Oder vielleicht von da ein Foto. Wobei, da kommt die Länge nicht wirklich zur Geltung. Da ist ein Baum im Weg. Naja. Weil so ein Fotomodus wäre eigentlich nicht schlecht. Hat's denn eigentlich? Nee, ne? Hat der nur... Es hat ein Fotomodus. Oh, cool. Okay. Machen wir dann irgendwie einen schönen Spot. Cool. Ich bin happy. Oh, warte mal. Vielleicht eh gerade von hier. Wenn man jetzt hier mal so ein bisschen rausgeht. Dann kann ich da auch reinzoomen irgendwie. Ah. Andere Kurve wäre jetzt irgendwie geiler für so ein Foto. Naja. Okay. Einmal Foto. Und los geht's. Schauen wir eigentlich aus. Geht noch ein bisschen schneller. Oh, hier auf der Brücke wäre es eigentlich auch geil. Ah, ich schaue jetzt gleich nochmal, wie es hier so aussieht. Okay, schauen wir mal. Kann das was da auf der Brücke? Oh, ein bisschen was nach oben, danke schön. Hallo, nach oben. Also ich hab's gleich. Wir fahren gleich. Oh, das sieht auch geil aus.
So, kann ich da jetzt einfach sagen, hey? Yo. Cool. Und ich habe mir jetzt nicht gemerkt, was da für Geschwindigkeit war. Also ja, 60. Ja, dann easy going. Wie weit haben wir es denn? Oh ja, gut Stück noch. Jetzt wird es ein bisschen kurvig. Und dann wären wir gleich mal da. Wir könnten das schon mal nutzen, um zu schauen. Ja, ich weiß, ich gehe schon mal ein bisschen runter. Was für Gleise waren das? C. C ist geradeaus beim Reinfahren. Okay. Easy enough. Sollte ich schaffen. Ja, also will diese Strecke jetzt nicht. Sagt ja, dann kriege ich plus 2,1 oder sowas. Schmackes. Oh, 60 und weniger. Wissen wir schon, was weniger ist. Nee, ich sehe es nicht. Ja, okay. Doch nicht so viel Steigung. Sieht eigentlich aus bezüglich Wartung. Naja. Also Kraftstoff verbraucht es irgendwie auch nicht so viel. Also schon einiges weniger als wie die anderen Loks. Ist zumindest mein Gefühl. Und natürlich gut für die Kosten, wenn wir nicht so oft tanken müssen. Mein Bauchgefühl sagt mir, wir sollten hier langsamer fahren. So ein bisschen langsamer. Da geht's ein bisschen steil runter. 40. Ah ja, okay. Dann vielleicht nicht dumm. Ja, komm, gib Gas. Ja, aber das sah schon... Ups, sehr fischig aus, diese Kurve. Oh, sehr geil. Also die Strecke, glaube ich, kommt gut mit der großen Dampflok. Wenn du damit einen schweren Gütersack mal so richtig durchschnaufst hier. Naja, in ein paar Episoden. Dann kommt die große Dampflok. Da könnte man eigentlich mal probieren, ob ich es schaffe, zwei große Dampfloks in Doppeltraktion zu fahren. Ich meine, das wird dann mega aufwendig. Weil ich noch bei beiden einheizen muss und Co. Aber ich glaube, das wird schon geiler aussehen. Oder wir schummeln einfach und die andere ist kalt. Generell, irgendwie in irgendeiner Episode machen wir noch diesen Lokzug. Weil wirklich mal alles, was es hier so an Lokomotiven hat, hintereinander hängen. Ich weiß auch nicht, was den ganzen Konvoi anziehen wird. Aber ich hätte irgendwie Bock drauf, dass es dann die große Diesellok ist. Ah, nicht die große Diesellok, die Dampflok. Ja, dann eh gespannt, was dann das Gesamtgewicht ist von dem Ganzen. Ich meine, die, glaube ich, wiegt irgendwas um die 84 Tonnen allein schon. Sind wir noch 40 hier, oder?
Ist das unsere Strecke oder ist das die andere, die da... Ne, das ist die andere Strecke, glaube ich. Von der anderen Seite kommt, oder? Mal gucken. Ja, ist die andere Strecke. Oh, nice. Okay, jetzt sollte ich vielleicht reingehen. Wir brauchen mal Plan C, B, C. Wo muss der lange hin? Der muss auf 6i. Das war 4i. 6i, das heißt, wenn wir von Südwesten, also wir kommen von Südwesten, glaube ich. Erste Weiche links, dann rechts. Kriegen wir hin. Mehr Umf, bitte. Au, das ist ein Joint. Ja, mach schon weniger. Okay, also wirklich anspruchsvoll war die Strecke nicht, aber sie war sehr schön. Immerhin. Und wir haben gut Geld gemacht. Oh, nochmal Rumpf. Die Lok bringen wir richtig schön ans Limit. 80. Okay, ja, ganz kleines Stück ist es noch. Hier geht's nach unten. Ich sollte vielleicht bremsen. Das habe ich jetzt irgendwie nicht so ganz realisiert, dass hier nach unten geht. Hier. Ja, wir sind in der Toleranz. Wenn wir auf Stufe 2 werden wir auch noch schneller. Geschwindigkeit 70. Gehen wir auf die 3. Blühen tut auch noch nichts. 60. So, wir werden aber wieder stärker bremsen. Wenn wir da jetzt gleich in den Weichenbereich reinfahren. Shit, wo habe ich gesagt, will ich jetzt eigentlich hin? 6i. Boah, 6i dann lange. Ja. Also die erste links und dann rechts. Die erste ist links. Oh nein, es ist falsch. Bremsen, bremsen, bremsen. Bremsen. Oh fuck, und wir sind auch noch zu schnell. Fuck. Anhalten. Anhalten. Wo ist der Sandmatten? Oh. Oh nein. Oh nein. Oder? Alles gut? Okay, ich muss mal kurz nachschauen, ob ich was verloren habe. Lampe? Sie ist da! Okay, ich habe nichts verloren. Gott sei Dank. ähm.
Ja, Moment, warum habe ich gesagt, die erste Weiche? Bahnhofsplan. Weil ich in der Gruppe C bin. Weil ich von der Gruppe C geschaut habe. Aber ich hätte da erstmal zwei geradeaus fahren müssen. Ja. Okay. Warte mal, läuft die Fernbedienung noch? Ach nee. Ich wollte eigentlich noch was anderes anschauen. Jo, also zum Desaster hätte es jetzt nicht mehr weit gefehlt. So. Nock. Rückwärts. Hat niemand gesehen. Ich musste hier rein. War eine Inspektion. Scheibenwischer bitte aus, danke. Es passiert noch. Es wird nochmal so richtig krachen. Oh, Busch. Was ein Biest. Oh, schade, steht die Große nicht da. Ab und zu steht sie mal hier. So, ich glaube, that's enough. Ja, Gott sei Dank bin ich da nicht reingefahren auf die Drehscheibe. Oh, wieder noch. Die Steigung schaffst du. Halt. Ah, zu viel. Das gibt's nicht. Wo ist hier der Sandbutton? Reifenregler. Wo ist denn hier Sanden? Ach, da. Ah, komm jetzt. Lock. Komm nach hinten. Ah, das kann es jetzt nicht sein, dass ich jetzt über die Weiche nicht komme. Komm jetzt. Bitte. Ah. Okay, neuer Plan. Wir fahren einfach von der anderen Seite rein. So, wir machen hier. Ja, ich kann hier durchfahren. Einmal die Funkgeräte. Geradeaus, Dankeschön. Darüber. Okay, und da kann ich ja dann alles auffahren. Fahren dann hier raus mit ein bisschen Schwung. Aber nicht zu viel, da ist 30. Und dann rückwärts da rein. Theoretisch. Lok, wo bist du? Ah. Da waren wir noch auf rückwärts. Wo kann ich den Fahrtrichtungswender jetzt nicht? Warum? Geht das nicht bei der Fahrt? Lok, bleib mal stehen. So geht das jetzt nicht. Das war's auch nicht. Jetzt geht's.
So, kann man wieder lösen. Schmack jetzt bitte. Ja, ja. Oh, komm, ein bisschen schneller. Ich will auf die 30, ich will hier Schwung haben. Nice. Funkfernsteuerung. Du bist noch dran. Geil. Kann ich dann gleich mal brauchen. Denn ich werde mich jetzt mal zu dieser Weiche hier hinstellen. Hier glaube ich passt es soweit. So, lass mal noch ein bisschen mehr Schmackes geben. Und bei der Steigerung müsste es eigentlich dann eh langsamer werden mit der Gaseinstellung. Hoffe ich zumindest. Ja, das geht sich jetzt ganz locker aus. Nice. Ja, da geht schon runter mit der Geschwindigkeit. Weg. Und Zugbremsen. Zitterle. Hätten wir das jetzt endlich. Wo ist jetzt unser Gleis? Ich wollte auf 6i. Das heißt, das passt. Da. Ne, Moment. Das ist jetzt dumm. Ich habe ja den Klein Konz ist jetzt hinten. Das heißt auf 4i. Was 4i? Das ist das Gleis hier. So, einmal da rein. Und du dann doch wieder so. Dort passt es. Vertilog. Hallo. Funkfernsteuerung. Wollen Sie wieder zu mir kommen, bitte? Einmal retour. Moment, hat es gerade gekracht? Nö. Perfekto! So, komm, fahren wir mit dem Wagen. Aha, ich glaube vielleicht zur nächsten Episode holen wir uns mal das Kabus und werden das hinten ranhängen. Ich meine, das ist dann halt einfach unser mobiles Zuhause. Aber ich habe unser effektives Zuhause heute mal kurz gesehen, dass ich die Folge vorbereitet habe. Sieht witzig aus. Kommen wir noch mal vorbei. Fernsteuerung, dankeschön. Kein Gas mehr. Jetzt noch ein bisschen KI-Verkehr. So, ich meinte, wir können jetzt dann langsam mal bremsen. So, mal ein bisschen rein mit zwei Stufen. Ja, wobei. Ein bisschen mehr bremsen. So müsste es passen. Also, wir haben den 326. Das ist der hier. Und dann noch den 236, habe ich gesagt, gell? Ja. 519. 519, wo bist du?
500, 875. 519. Alles klar. Erstmal Handbremse. Das erledigt ist. Und hier machen wir zu. Perfekt. Lieferung Nummer 1 erledigt. Wir steigen jetzt. Oh, Lampe. Lampe, 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 Lampe. Komm mal mit. Ja, sehr seltsame Geräusche teilweise. Okay. Hallo? Umfernsteuerung. Perfekt. Vorwärts. Einmal Schmackes. Da vorne haben wir es getrennt. So, Dankeschön. Ach, da lasst er mich jetzt wieder mehr Gas geben, ohne dass er durchdreht. Ist klar. Okay, die weiche Idee. Einmal runter. So und so. C6i, die weiche. Komm mal her. Das sollte es gewesen sein. Okay. Einmal einparken. Letzte Aufgabe für heute. Jetzt sind wir doch wieder knapp eine Stunde unterwegs gewesen. Könnten wir jetzt natürlich noch weitermachen und die Rangieraufgaben machen, zum einmal abladen, wieder umstellen. Nö, das machen wir nicht mal heute in der Episode. Die Kabel hängen tief hier. Schon zum zweiten Mal. Eigentlich könnte man die Lok rein. Einchecken. Danke. Das passt da alles rein, aber müsste eigentlich. Wir werden einfach knapp stehen bleiben. Wo ist das Schild? Es braucht noch. Oh, komm, bremsen. Nice. Oh, das passt perfekt so vom Schild her. Bisschen Spielraum. Dann machen wir hier die Handbremse mal reinjagen. Und abkuppeln. Da lassen wir offen. Da machen wir. Ja, wollte eigentlich zumachen zuerst. Egal. Halt, nein, auf. Dankeschön. Cool. Beides abgeben. Ich hoffe, das passt jetzt. Auftrag Nummer 1. Dankeschön. Geil. Bonuszeit 55. Verstrichene Zeit. Naja. Einmal darunter. Geld. Gib her. Und jetzt der Auftrag. Lol. Genau das gleiche. So. Geil, geil, geil. Was haben wir jetzt als Geld? 55.000. Was kann man so für Spielzeug kaufen? Gebühren. Ja, aber mit einmal Lizenzen. 50.000, 20.000, 200.000, 50.000. Das wäre die große. Gefahrgut, 40.000. Naja, ich glaube, als nächstes holen wir uns mal das Caboose. Und ich wollte mal schauen, was hier so drin ist. Also einerseits will ich wissen, was da ist. Und wissen, was da ist. Wo kriege ich das Gebüse her? Muss ich mal ein bisschen im Internet cheaten. Muss ich mal nachschauen. Nee, Fahrt war eigentlich ganz okay.
schöne Strecke. Hätte es ein bisschen steiler sein können. Aber die zwei Loks haben das eigentlich gut gemacht. Stichwort zwei Loks. Wir können mal hier Motor ausmachen. Das kostet Geld. So. Handbremse. Damit sie nicht wegrollt. Ja, ich hoffe, das hat euch auch gefallen. Und dann mal schauen, was wir das nächste Mal machen. Aber ich hätte jetzt schon irgendwie Bock auf den Mannschaftswagen. Ich glaube, das werde ich mal irgendwie vorbereiten. Also, bis dahin. Gute Fahrt. Bleibt gesund. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.